Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stellar Blade. Jawohl, jetzt geht's endlich weiter. Oh, Lili hat anscheinend irgendwas für uns. Lili, Artemis meine ich. Lili. Wir haben genug Materialien. Ich hab keine Ahnung, wie ich auf Lili kam. Ah, stimmt, ich habe einen Waffenkern. Oh, noch bessere Waffe. 810, crazy. Sonst haben wir erstmal nix. Ja gut, dann... Warte mal, ich muss mal kurz nicht Ansicht wechseln. Oh. Neue Mission. Nein, bei Orkel gibt es eine Mission. Da lang. Jetzt war ich kurz verwirrt. Ich wusste gar nicht, wo ich hin muss. Ey, wir haben jetzt halt schon viel zu viele Missionen, ey. Und Orkel will auch noch, dass wir irgendwas machen. Oder beziehungsweise vielleicht doch Mann. Auf jeden Fall irgendjemand, der... da unten ist. Das finde ich ja super. Das finde ich super, super. Übrigens ist es euch aufgefallen, also vielleicht ist es auch nur mir aufgefallen oder vielleicht ist es auch nur eine Einbildung. Ich habe das Gefühl, dass die Videoqualität jetzt im Vergleich von Folge 22 und 25, dass die Videoqualität deutlich gestiegen ist, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Ja. Also anscheinend ist AVI doch gar nicht so geil, weil ich habe bis auf den Encoder nichts geändert. Also die Qualität, also die Kilobits, die sind komplett gleich wie damals auch, 120.000. Hä? What? Ja, aber der... Was für falscher Weg, Mann. Okay, anscheinend kann ich die Quest noch nicht annehmen. Hä? Warum kann ich die Quest nicht annehmen? Ich kann da nicht hin. Okay, dann gehen wir erstmal dahin, weil ich weiß nicht, ob im Ödland die Quest ist. Oder alles nur in der großen Wüste ist. Wir gucken einfach mal. Und dann will ich auch noch kurz schauen, ob ich vielleicht einen zweiten kaputten Waffenkern mittlerweile habe. Weil da habe ich auch nicht mehr drauf geachtet. Weil wenn ja, dann können wir nämlich noch ein Waffending holen. Und... Unterschlupf mit Adam. Gib dich zur Villa. Ah, wir haben eine Quest hier. Ne, warte mal, da unten ist noch eine. Zugangscode. Okay, wir haben doch zwei. Wie steht der Waffenkern, haben wir nur eine. Okay, gut, dann hat sich das erledigt. Gut, dann gehen wir zuerst nach links unten. Schauen mal, was wir da bekommen. Das heißt, ich muss hier hin. Bei dem, das war das Schiff, ne? Ich glaube, da unten war dieses Schiff. Dieser Transporter da. So, nach links. Auf, wir rennen. Oder war da das Schiff? Das Schiff. Ja doch. Die Frage, sollen wir unten lang? Okay, ist anscheinend egal. Ja, hauen wir auch mal ein paar Viecher weg. Bam. Ja. So schnell kann es gehen. Und bam. Und es kann noch schneller gehen. Sehr schön. So, moin, was geht? Ah. Also mittlerweile ist das echt super easy. Oh, wir haben einfach gar keine Chance mehr. Für mich schon dezent OP. Okay, so. Und hier müssen wir irgendwie nach links. Oder wir müssen doch nach oben. Vergesst immer, dass ich mittlerweile Doppelsprung kann. Gab es hier nicht noch irgendwo noch eine Stelle, wo ich Doppelsprung gebraucht habe? Und irgendwie war da was? Oh, Hallöchen. Oh. Mal echt keine Chance, ne? Hä? Anscheinend hätte ich doch nach oben gemusst. Oder? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Ach, du ekliges Tentakelding, ey. Ja, ja. Ekelhaft. Ich glaube nicht, dass ich da hoch kann. Nee, okay, es geht nicht. Man rutscht runter. Ja, scheiße.
Jetzt muss ich doch nochmal außen rumrennen, oder was? Nicht so aus, als könnte man da hoch. Ja, gut. Dann laufen wir halt nochmal außen rum. Ist ja nicht so das Problem. Huch. War das hier vielleicht sogar? Mit der Wand? Da gucken wir gleich noch hin. Ich würde jetzt erstmal kurz hier zum Schiff rennen. Oh, da sind ein paar mehr Viecher. Der ist One-Shot gewesen, Alter. Ja, die haben alle keine Chance, die Armen. Ach, der ist auch schon weg. Okay. So. Hallöchen, was geht? Aua. Oh. Okay, so, hier ist das da, oder was? Oh. Okay. Ja, ich brauche einen Zugangscode. Das hat ja nichts mit Hacken. Och, das hat ja nichts mit Hacken zu tun, Mann. Ja, perfekt. Dann habe ich das jetzt alles umsonst gemacht. Warte mal, ich könnte ja einfach mal das benutzen, was ich schon wieder viel zu selten benutze. Was ist denn da los? Aber ich glaube, da oben, oder? Da war ich da? Ich habe das Gefühl, ich war da nicht, ne, weil ich nicht hingekommen bin. Das wäre so witzig, wenn ich da immer noch nicht... Alter, bleib doch mal stehen. Ah doch, jetzt komme ich ran. War ich hier wirklich nicht? Ich bin mir echt unsicher. Okay, warte mal, wir müssen jetzt... Danach, okay, hier war ich auf jeden Fall nicht. Das, daran hätte ich mich erinnert. Okay, und dann geht's da drüben weiter. Scheiße, ey. Mann, dahin. Hallöchen. Ja, auf jeden Fall ist da eine Kiste, die wir noch nicht hatten. Sehr nice. Alter. Aua. Ey, jetzt geht's aber los, ey. Was ist denn hier? Hallo, stehst du auf? Ist jetzt kein Bock aufzustehen, glaube ich. Ah, jetzt so. Ah, okay, jetzt bist du dran. Nein, 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 nein. Boah, ich dachte, die springt jetzt da vorne und dann weg mit der Tür. Birksglanz. Alassan. 22. Oh, da ist noch ein Körper. Was bekommen wir? Komm, Körperkern, komm. Sei cool, gib uns einen Körperkern. Und es ist ein Beta-Kern. Scheiße. Okay, gut, nehme ich auch. Was, sonst ist hier nichts mehr, oder was? Oh, da geht's sogar noch weiter hoch. Wahnsinn. Dieses kleine Ding zum Festhalten. Hallo. Hoppala. Kommt schon wieder so ein Viech von der Seite. Oh. War schon down. Okay, nein, 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 nein. Okay, ich fall nicht runter. Oh mein Gott. Oh. Alter, die Wichser. Die haben mich runtergeschmissen. Diese Arschlöcher. Die haben mich runtergeschmissen. Wie könnt ihr nur so assi sein? Oh mein Gott. Jetzt muss ich da wieder hoch. Ja, komm doch her. Ah. Arschloch. Boah, das finde ich so uncool. Ach Mann. Die haben mich einfach runtergeworfen, ey. Ach so, du hast mich einfach gesehen. Ja.
Aua. Okay. Ich will doch nur wieder nach oben. Lasst mich mal jetzt. Ja. Wenn man einmal runterfällt, ne, ist alles kacke. So. Dann halt nochmal den ganzen Weg. Kein Problem. Ich hab's ja jetzt einmal gemacht. Ist ja nicht so schwer. Auch wenn ich jetzt hier gerade speedrunne. Das ist ja kein Problem. Ist ja ganz... Oh, scheiße. Fuck. Ich konnte nur einmal springen, obwohl ich am Boden berührt hatte. Warum durfte ich keinen Double Jump machen? Das ist ja unfair. Okay, ich sollte vielleicht doch nicht so schnell das Ganze machen. Sonst falle ich nur wieder runter und dann ist wieder kacke. Okay, nochmal. So. Wie elegant sie da springt, wie eine Gazelle. Alter, ich habe schon wieder kurz das Gefühl gehabt, dass ich keinen Double Jump habe. Okay, so, jetzt haben wir es eh gleich wieder geschafft. Hat sich die Kiste nicht kaputt gemacht oder ist sie einfach respawned? Oder habe ich die nicht gemacht? Alles möglich. Lol. Keine Ahnung, was war, was das gerade war. Oh, ach, ich kann hier schon hoch. Ach, guck mal, jetzt sind die Viecher noch weg. Erst angestiefelt kommen und dann sich verpissen, oder was? Ich glaube, hier kann man anscheinend nicht mehr hoch. Anscheinend war ich da auch noch nicht oben, oder? Ja, die sind da hinten und sind bis zu mir gekommen. What the fuck? Bam. Nix da. Alter. Crazy. Ich glaube, ich war hier echt noch nicht. Boah, Alter. Ey. Oh mein Gott. Ey, bitte nicht wieder runterschmeißen, ernsthaft. Okay, reicht wieder, okay. Nein, eins runtergefallen. So, und jetzt halt auf, mich runterwerfen zu wollen. Das finde ich echt uncool. Aua. Aua. Ich habe halt ehrlich gesagt auch so wenig Bock zum Blocken dort. Ich will einfach nur drauf prügeln. Manchmal muss das einfach sein. Hier, wollt ihr alle zusammenkommen oder? Ach ja, guck mal, da ist noch mehr. Alter, jetzt geht's aber los. Oi. Jetzt kommen aber alle Tentakel aus dem Nichts. Okay, fertig. Meine Herren, ey. Lasst mich halt mal entspannen. Müllsammler. Oh, ein Outfit. Outfit. Finde ich ja sehr nice. Oh. Ja, komm doch her. Brauchst du dich, hä? Bam. Ja, aber ich glaube... Was das oder kommt da, gibt's da noch mehr? Das Gefühl, da gibt's nichts mehr. Aber wer weiß, ne? Und sind auf jeden Fall Gegner. Ich glaube jetzt nicht, dass ich darüber jumpen kann. Werde ich wieder von der unsichtbaren Wand begrüßt und dann bin ich tot wahrscheinlich. Sonst gar nichts mehr? Habe ich wirklich jetzt den Bereich fertig? Anscheinend. Gibt es aber auch echt gar nichts, was ich irgendwie suchen, finden kann oder so. Ich würde gerne darüber jumpen, weil ich glaube, wenn ich da runterfall, bin ich tot. Komme ich denn überhaupt hier normal runter? Indem ich von oben das eine Viech angreife, oder? Was da drüben war.
Bin ich hier? Da. Von oben drauf jumpen. Oh! Oha, das wurde nicht mal eine Sekunde angezeigt. Alter, was ist das? Ja, tot. Ja, cool, wir sind hier, dann kann ich ja den Suit. Ja, warte mal. Habe ich den jetzt nicht mehr? Oder war das gar nicht für mich? Das wäre für Adam. Aber ich finde das, was er aktuell hat, besser. Okay. Gut. Das können wir immer noch nicht machen. Ich glaube, da unten habe ich alles. Dann gehen wir zum gestohlenen Schatz. Ja, Schnellreise. Ist ja Wahnsinn, ne? Wir haben irgendwie gar nichts bisher gemacht. So, ach so, ja, hier kann ich nur. Ist auch so bescheuert, ne? Manchmal sind Lager, da kann man nicht schnell reisen und dann gibt es andere Lager, da geht's. Ach man. Nur weil da kein Telefon ist. So, ja doch, da lang. Hier gar nichts. Warte mal, die Viecher waren aber vor. Waren die vorher auch schon hier? Oder sind die jetzt erst neu dazu gekommen? Keine Ahnung. So. Oh, 99%. Schön. Ach, ihr kommt auch immer aus dem Boden. Okay, der bleibt hängen. Okay, wir machen auf jeden Fall den da erstmal kurz weg. Ist es das? Ja. Aber ich mag es. Dort sollte nichts los sein. Gehen wir hoch. Ja, wovon redet der? Oh, Opala. Ja, wo sollen wir hoch? Meine Markierung ist weg. Hä? Was soll ich tun? Ich check's nicht. Wer ist nur da hingekommen? Hä? Was ist denn jetzt los? Als ob ich einfach nur hier hinrennen sollte, oder was? Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Außer ein Viech gekillt. Ein Roboter. Oder war das das. War das der Roboter, den ich umhauen sollte für. Oh, guck mal da oben. Oh, 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 oh. Da habe ich halt echt nicht geguckt, ne? Wahnsinn. Ist das das dritte? Bitte nicht stören, Piep. Dies ist der Privatbereich von Digger. Beschädigen Sie bitte nichts und entwenden Sie keine Schrottteile. Falls Sie geschäftlich hier sind, begeben Sie sich bitte zu der nächstgelegenen Mülldeponie. Aha. Open. Wo ist sie? Keine Ahnung. Sehen wir uns mal um. Wir könnten aber auch die Wartungsdrohne befragen. Guck mal an, hier ist die Schwester sollte hier sein, oder? Aarons Tagebuch. Papa verhält sich komisch, seitdem er diesen Gegenstand hat. Er streitet sich mit anderen Scavengern um nutzlosen Müll, nur weil er diesem Ding ähnelt. Alle Sentinels hassen ihn. Ich kann den Anblick kaum ertragen. Dieses Ding muss verflucht sein. Nur zu gern würde ich es so weit wie möglich von hier fortbringen und es in Stücke zerschlagen, aber Papa hängt so sehr daran, dass ich mich einfach nicht dazu bringen kann. Zum ersten Mal in meinem Leben wünschte ich, ich wäre ein wenig kaltherziger. Ich werde es zum Container aufbringen, wo es niemals wieder gefunden wird. Sicherlich wird Papas Besessenheit irgendwann nachlassen. Ich will doch nur, dass die Dinge wieder so werden, wie sie vorher waren. Oha. Ach, reden. Hallo, kann ich helfen, du? Hier kam jemand vorhin vorbei, oder? Mit einer Statue. Weißt du, wo sie lang ist? Kleine Frau, hier war. Sie wollte stehend Buddha-Statue vergraben dort.
gibt es Containerhof in Nähe. Containerhof, verstanden. Das Mädchen macht nur Ärger. Naja, zumindest weiß ich in etwa, wo sie ist. Was macht sie überhaupt hier? Finden wir sie, und zwar schnell. Okay. Ist das sonst irgendwas? Anscheinend nicht. Haben wir alles gefunden. So, Containerhof. Och. Hey. Ich krieg's nicht angezeigt, Mann. Muss ich's echt... Oh. Was ist jetzt? Jetzt hab ich's weggemacht. Bin heraus, wo Aaron steckt. Scheiße, jetzt hab ich's weggemacht. Mann, ich guck immer noch in die falsche Richtung. Da lang? Okay, da hoch. Ach, Mensch. Oh nein, die ist tot. Die ist tot. Hilfe! Oh nee, doch nicht. Hilfe! Irgendwer! Monster sind hinter mir her! Irgendwie komme ich da hoch? Halt durch. Ich komme. Da drüben wahrscheinlich einmal lang. Krass, da lebt ja wirklich noch jemand. Noch. Du machst nix, Alter. Verpiss dich. Du ballerst nicht auf mich. Arschloch. Und der da oben, der ist auch noch mein Erzfeind. Den ich einfach nicht kaputt bekomme. Boah, Alter. Das ist schon ein bisschen riskant schon wieder. Mann, ey. Oh. Wir kommen. Jetzt werden mir die Monster nicht mehr angezeigt, oder was? Ach, guck mal hier, Hallöchen. Aber euch kenne ich schon. Ich weiß, dass ihr hier schon beim letzten Mal gespawnt seid. Was ist mit dir? Kein Bock. Oh, da unten. Aua. Ja, geil, ich fall runter. Ja, also nur die Dame da unten. Na, was machst du hier? Was machst du hier? Dich könnte ich dasselbe fragen. Wolltest du hier draußen den stehenden Buddha verstecken? Woher weißt du das? Lange Geschichte. Aber du solltest ihn lieber nicht wegwerfen. Warum sprecht ihr euch nicht aus? Na, wenn du meinst. Ich versuch's. Na, wenn du meinst. Nee, wir gehen jetzt nicht zurück. Schließlich fehlt uns hier noch irgendein scheiß Code, Mann. Tja. Ich weiß aber nicht, wo wir den bekommen können. Ich glaube, da oben müsste ich noch ein bisschen mehr scannen. Machen wir das doch einfach mal, oder? Oh. Okay, wenigstens sterbe ich da nicht. So, dann laufen wir einfach mal dahinter. Und schauen mal. Immer wieder scannen, nicht vergessen. Bam. Alter, das ist so crazy. Alle easy kill. So, dann lassen wir mal kurz so. Und bam. Und bam. Weg, Alter. Du willst auch, oder? Kein Problem. Alter, die halten aber auch was aus. Was willst du eigentlich schon wieder von hinten, hä? Schlag. So. Da will ich nicht hin. Ach ja, perfekt. War nicht weit. Oh, der guckt eh nicht hin. Der guckt eh nicht hin. Bitte nicht drehen, bitte nicht drehen, bitte nicht drehen. Bam. Entspannt. Ist halt echt nix, ne? Weiß noch, ich bin irgendwo abgehauen, weil ich das zu krass fand. Mikrospule. Ich weiß aber nicht, ob das hier war.
Alter, noch einen Schlag habe ich gar nicht gesehen, dass er noch einen Schlag gebraucht hätte. Ah, da hinten sah noch ein paar Roboter. Ah. Hey, das war super dumm. Hey. Ich glaube, da vorne ist nix. Da oben waren wir schon. Och, moin, hallo. Hab dich gar nicht gesehen. Oh. Die sind eigentlich auch echt gar nicht so heftig, wenn man sich direkt drum kümmert. Ach, hier waren wir auch schon, ja. Ja. Dann glaube ich, gibt es hier auf jeden Fall auch nichts. Oben ist nur das, aber das haben wir halt alles schon gemacht. Es wäre doch immer noch ein Turm, mit dem wir uns für Digger verbinden sollen. Ich wüsste doch gern, wo der ist. Das ist halt auch gar nichts. Außer das Fass. Hier ist auch gar nichts mehr. Oh, das ist ein Mensch. Okay. Wenigstens haben wir noch den einen Menschen da gefunden. Nice. Hallöchen, wer bist du denn? Wunsch von Scavenger 114. Ich werde hier draußen Lager aufschlagen müssen. Hoffentlich finde ich morgen ein paar intakte Schaltkreise oder Maschinenteile. Oder vielleicht sogar die Leiche eines Engels. Der wäre wie ein Lottogewinn. Hehehe. Okay, da ist soweit auch nichts. Was ist das? Hä? Ach, da oben sind wir. Ah, lol. Ja gut, da wollen wir eh nicht hin. Theoretisch. Aber anscheinend gibt es auch keinen... Verdammt. Ja, aber bei ihm gab es wenigstens eine Schnellreise. Dann laufen wir doch mal dahin. Vielleicht habe ich hier trotzdem irgendwas nicht gescannt. Keine Ahnung, kann ja immer sein. Wenn ich so überlege, was ich alles vorher gescannt habe und was nicht. Oh. Das hat bestimmt wieder Schaden gemacht. Wäre ich jetzt da nicht auf diesen Vorsprung drauf. Unten sind auf jeden Fall Sachen. Alles wieder zu, alles zurückgesetzt. Hat er eine Kiste? Nee. Da liegt Geld rum. Komm ich denn da runter? Hier weiter? Ah ja, okay. Na gut. Ich glaube, hier haben wir auch sonst gar nichts. Was kann der eigentlich? Ach okay, der hat gar keinen Bock mit uns zu interagieren. Ja gut, hier... Ja. Können wir eigentlich nichts machen. So, not enter. Okay, darum kann ich nicht dran. Also wahrscheinlich mit ein bisschen rumdings schon, aber... Auf geschissen! Okay, nee, ich glaube, es gibt echt gar nichts mehr zu tun erstmal. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, euer Guantanamo. Ciao.